Da gibt es vom Gesetzgeber her Standards. Und zu diesen Standards gehört eben auch, dass jede Klinik einen Hygienebeauftragten oder Beauftragte benennen muss. Und ich war entsetzt, dass eben, wenn jemand anonym beim Gesundheitsamt anruft und ein Manko aufzeigt, dass dann das Gesundheitsamt auch in diesem Fall seine Begehung ankündigt im Haus. Ankündigt, Alex. Ich war geschockt. Ich war geschockt. Und ich denke, dass viele Ärzte massiv überfordert sind, auch wenn sie diesen berühmt-berüchtigten 36-Stunden-Dienst absolvieren müssen. Dann müssen die morgens um 10 Uhr das Haus verlassen, Alex. Das findet aber nicht statt. Ich möchte keine Operation oder eine Narkose von einem Arzt haben, der schon 36 Stunden hinter sich hat und dann aber noch weitermachen muss, weil kein Kollege übernehmen kann. Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute spreche ich mit Anna über die Zustände in deutschen Krankenhäusern. Sie selbst hat 46 Jahre lang Erfahrung im Gesundheitswesen, wovon sie 26 Jahre an einem deutschen Klinikum gearbeitet hat. Und die Horrorszenarien, die man sich das ein oder andere Mal vorstellt, scheinen sich in der Realität leider auch zu bestätigen. Und dabei denke ich an Situationen, die dafür verantwortlich sind, dass Patienten mit multiresistenten Krankenhauskeimen angesteckt werden. Das sind keine Zufälle oder Ausrutscher, sondern, wie es aussieht, systematische Schlamperei und Weggucken. Und leider sind mehrere Parteien daran beteiligt. Also seid gespannt über die Insights, die ihr erfahrt. Und wir hoffen, dass wir mit diesem Interview doch zur Besserung beitragen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse. Hallo Anna, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben deinen Vornamen geändert und wie man sehen kann, auch einiges andere. Und zwar, weil heute geht es um ein echt, wirklich brisantes, dringendes, wichtiges Thema. Und zwar, wir reden darüber, was in deutschen Krankenhäusern wirklich abgeht und welche unvorstellbaren Skandale sich dort abspielen. Was hast du uns zu berichten oder beziehungsweise welche Erfahrungen bringst du denn mit? Ja, ich bin seit fast 46 Jahren im Gesundheitswesen tätig, bin examinierte Arzthelferin und habe die letzten fast 27 Jahre im Klinikum gearbeitet. Innerhalb der 46 Jahre war ich einige Jahre aus der Medizin raus, circa 3-4 Jahre, wo ich in der Industrie gearbeitet habe und wo ich sehr viele Erfahrungen sammeln konnte in Zusammenarbeit mit Personalabteilung, besonders Personalleitung. Innerhalb der 27 Jahre Kliniktätigkeit habe ich unter anderem 8-9 Jahre auch im kaufmännischen Bereich, und zwar in der Haustechnik, gearbeitet und eng dort in Zusammenarbeit mit der Finanzbuchhaltung arbeiten müssen, so dass ich dort Klinik auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive erfahren konnte. Ich war nicht in der Pflege tätig. Ich habe überwiegend im Büroraum gearbeitet, unter anderem als Chefarztsekretärin für Anästhesie und Intensivmedizin, so dass ich dort auch eine enge Verbindung zum OP-Bereich hatte, zum Aufwachraum, zur Intensivstation. Ja, das ist eigentlich so der grobe Abriss, den ich geben kann zu meiner Person. Und da kann sich bestimmt der ein oder andere vorstellen, dass ich sehr viel an Erfahrungen gesammelt habe. Ja, 46 Jahre insgesamt, 27 Jahre im Krankenhaus, das soll dir erstmal jemand nachmachen. Und ich gehe davon aus, du hast dir auch den Beruf ausgesucht, weil du Menschen helfen möchtest, weil dir daran gelegen ist, dass es Menschen gut geht.
Sonst wählt sich das eigentlich keiner aus, weil das ja schon ein anstrengender, verantwortungsvoller Beruf ist. Mhm. Und ja, jetzt würde ich vorschlagen, lass uns doch gleich mal einsteigen in die Erfahrungen, die du gesammelt hast, die vielleicht für die Patienten nicht so von Vorteil sind, vielleicht sogar sehr gefährlich sind. Was passiert alles in einem typischen deutschen Krankenhaus? Ja, da kann ich halt einiges aus den verschiedenen Bereichen beitragen. Und zwar, was jetzt so in der Pflege ansteht, ist eben, dass die Schwestern und Pfleger gar nicht mehr die Zeit haben, sich wirklich intensiv um die Patienten zu kümmern. Ja, also nicht jetzt nur den täglichen Ablauf zu machen, wie einen Patient zu waschen, die Medikamente ordnungsgemäß zu reichen. Das läuft dann gerade noch so. Beim Waschen wird es schon kritisch. Das läuft auf der Intensiv noch ganz gut, aber das hat auch sehr nachgelassen. Skandal ist eben auch, dass Patienten kein gescheites Essen bekommen. Das ist einfach der Fakt, weil viele Kliniken, die Küchen früher hatten, die haben ihre Küchenbereiche abgeschafft und bekommen jetzt vom Caterer Essen. Und dieses Essen wird zum Beispiel in Wärmewägen gepackt. Und bei diesen Wärmewägen fällt dann oft der Heizakku aus, sodass die Patienten dann das Mittagessen kalt serviert bekommen. Ja, Fakt ist auch, da musste ich sogar als Vermittlerin auf Station, dass eben ein Patient sich beschwert hat, dass er nicht das Essen bekommen hat, was er bestellt hatte, und auf diesem Essenstablett die Namenskarte einer Frau lag. Das ist massive Datenschutzverletzung. Das geht gar nicht. Und er hat sich massiv beschwert. Es gab sogar einen Brief an die Geschäftsführung. Fakt ist auch, dass viele Patienten, wenn sie in die Sprechstunde kommen, jetzt im Rahmen von Corona, keine anderen Menschen mitbringen dürfen. Das ist nur mit Ausnahmegenehmigung möglich. Also gerade in 21 war das so, dass eben nur in bedingten Fällen ein Dolmetscher mitkommen durfte. Und ich kann für die Klinik sprechen, für die ich gearbeitet habe. Wir haben ein wahnsinniges, multinationales Patientenklientel. Ja, dass eben dann zum Beispiel auch Betreuer mitkommen müssen oder dann eben die Dolmetscher schon von dem Land, wo der Patient herkommt, mit anreisen und dann dolmetschen müssen eben einfach. Ganz schwierige Situation. Ja. In den Zimmern ist es chaotisch. Die Nasszellen wurden in dem Neubau nicht korrekt gebaut. Unter den Waschbecken gibt es Schränke. Das heißt, wenn du jetzt jemanden hast, postoperativ oder der generell schon mit einer Behinderung in die Klinik kommt und im Rollstuhl sitzt, kann er nicht die Beine unter den Tisch fahren, unter den Waschtisch. Er muss seitwärts in seinem Rolli sitzen und sich dann seitwärts über die Schulter quasi die Zähne putzen zum Beispiel. Ja? Und das in einem Neubau, wohlgemerkt. Ja? Die Patienten beschweren sich massiv über technische Mängel auch, dass WLAN nicht funktioniert, dass Fernsehanlagen nicht funktioniert. Und wenn du ein Patient bist, der 3-4 Wochen im Klinikum liegt und vielleicht auch noch kein Buch halten kann, wenn er zum Beispiel im Nackenbereich eine Operation hatte oder im Schulterbereich oder durch einen Unfall, dann brauchst du den Fernseher einfach als Ablenkung. Ja? Das sind immer so Fälle, wo ich sagen kann, boah, das geht gar nicht. Ja? Oder dass eben Kinder behandelt werden und nur ein Elternteil, wenn überhaupt, kommen darf. Der wird eingetragen als Besucher, der muss sich eintragen lassen, der muss sich testen lassen. Und wenn er dann keinen Negativtest vorweisen kann, im schlimmsten Falle positiv, kann keiner das Kind besuchen. Und das finde ich ganz furchtbar. Ja. Was ältere Menschen anbelangt, da kann ich auch einiges dazu sagen. Finde ich ganz, ganz traurig. Keiner fragt sie wirklich, ob sie das so haben wollen, wie es gerade läuft.
Und in den Kliniken ist es dann extrem zu beobachten, dass eben keine Besucher in die geriatrischen Abteilungen kommen dürfen, nur im Ausnahmegenehmigungsfall. Und wenn dann obendrein, wie das oft in den geriatrischen Abteilungen ist, ein Norovirus, der ist ja auch sehr bekannt, das ist ein Magen-Darm-Virus, ganz krass, ja, wo die alten Menschen noch mehr dehydriert sind danach, dann muss eigentlich die Abteilung geschlossen werden und es dürfen noch nicht mal andere Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Stationen diese Station betreten. Da war es zum Beispiel auch so, dass keine Aushänge gemacht wurden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch über die Station gelaufen sind. Das Ganze lief dann schon seit 3-4 Tagen und dann fiel ein, oh, wir haben ja keinen Aushang gemacht. Ja, also es ist extrem. Wie haben sich denn die Krankenhausverhältnisse die letzten 27 Jahre verändert? Ja, richtig, richtig krass. Also das Manko und das Desaster hat angefangen, als die DRGs eingeführt wurden. Da gab es Schulungen damals und der Referent, der die Schulung gemacht hat, hat zu den Ärzten gesagt, ich weiß es, weil ich nachher solche Dokumentationen unter anderem auch machen musste, weil mein damaliger Chef gesagt hat, er sieht es nicht ein, dass er das auch noch übernehmen muss oder soll. Und der Referent hat damals schon kundgetan, er versteht nicht, warum die Ärzte das alles mitmachen. Das sind damit, die Fallpauschalen, die DRGs, richtig? Ja, genau. DRGs und die ICDs, das sind ja alles diese Sachen, die in dem Rahmen der Veränderungen im Gesundheitswesen eingeführt wurden und massive Einschnitte auch in die ärztliche Tätigkeit gegeben haben, weil die Dokumentation ist dadurch enorm geworden. Richtig enorm, ja. Und die Ärzte müssen schon so viel dokumentieren. Zum Beispiel im OP-Bereich, da wird ein Narkoseprotokoll geführt. Das beginnt mit der Einleitung der Narkose und wird über das ganze operative Geschehen bis zum Ende, bis der Patient in den Aufwachraum kommt, durchgeführt. Und dieses Narkoseprotokoll kann zum Beispiel auch ausweisen oder muss ausweisen, wenn Komplikationen innerhalb des operativen Eingriffs entstanden sind. Ja, dass zum Beispiel der Patient einen Blutdruckabfall hat oder dass er ein Herzversagen hat, Herzrhythmusstörungen hat. Das wird alles ausgewiesen in diesem Protokoll. Ja, man nennt es auch Nahtschnittzeit oder Schnittnahtzeit. Ja, das sind so die Startbegriffe und dann kann man anhand des Protokolls ersehen, wie ist die OP verlaufen. Ja, und das ist ein enormer Aufwand. Ja, das da muss man wahrscheinlich auch immer abwägen zwischen Nutzen und Aufwand und vielleicht geht es ja auch einigen dann darum, das Ganze rechtssicher zu machen. Was mich jetzt auch als potenzieller Patient besonders interessiert, ist das Thema Hygiene. Welche Hygieneerfahrungen in Krankenhäusern hast du denn aus deinen verschiedenen Positionen mitbekommen? Und was ist da, was hat dich da am meisten berührt oder hat dich erschrecken lassen? Ja, am meisten erschreckt hat mich, das war schon gleich zu Beginn meiner Tätigkeit im Klinikum. Da bekommt man ja dann mit, wer welche Aufgaben zusätzlich übernommen hat und man hat auch den Kontakt gerade mit dem Hygienebeauftragten, weil ja jede Station, jede Fachabteilung Hygienevorgaben hat und die müssen auch eingehalten werden. Da gibt es vom Gesetzgeber her Standards und zu diesen Standards gehört eben auch, dass jede Klinik einen Hygienebeauftragten oder Beauftragte benennen muss. Da kommt keine Klinik drum herum. Und was mich von Anfang an sehr entsetzt hat, ist, dass es vom Gesundheitsamt sogenannte Begehungen gibt. Also wenn zum Beispiel jetzt Legionellen nachgewiesen sind, dann kommt das Gesundheitsamt und macht eine Begehung. Und ich war entsetzt, dass eben, wenn jemand anonym beim Gesundheitsamt anruft und ein Manko aufzeigt, dass dann das Gesundheitsamt auch in diesem Fall seine Begehung ankündigt im Haus.
ankündigt, Alex. Ich war geschockt, weil ich konnte dann beobachten im Laufe der Jahre, dass dann dieser Hygienebeauftragte kam auf die Station, wo die Begehung stattfinden sollte, mit Datumansage und Uhrzeit. Er hat eine Begehung im Vorfeld gemacht, das muss weg, da muss noch das hingestellt werden. Und somit war ja der Status quo zur hundertprozentigen Zufriedenheit gegeben. Und wenn die Begehung war, im Anschluss wurden die Sachen wieder so hingestellt, wie sie vorher waren. Und genau deswegen mache ich diese Sendung, damit genau solche Sachen ans Tageslicht kommen, weil es gibt ja die multiresistenten Krankenhauskeime, es gibt die Legionellen, es gibt jenes. Und jetzt wird sich ja gefragt, wie konnte das passieren? Wie konnte da ein Ausbruch geschehen? Das liest man ja immer mal wieder mit den resistenten Keimen. Du hast uns jetzt ja quasi die Antwort geliefert. Aber ist es nicht so, dass diese Begehungen sind doch gedacht, dass sie unangekündigt stattfinden? Ja. Wo ist da die Verbindung, dass das Gesundheitsamt sich bei dem Krankenhaus vorher meldet, vielleicht ein paar Tage vorher, dass sie eine Begehung machen werden? Wo ist da die Verbindung? Warum passiert das so? Ja, ich denke ganz einfach, dass die Klinikleitungen eben beim Gesundheitsamt gut dastehen wollen, muss ich jetzt einfach so sagen, ja. Und dieses Gutdastehen kannst du nur erzielen, indem eben Absprachen mit dem Gesundheitsamt, was die Begehungen anbelangt, betrifft. Würde das Gesundheitsamt wirklich spontan kommen, dann würden sie etliche Missstände aufdecken. Ja, also wir hatten zum Beispiel auch eine Begehung in unserem Neubau, würde ich ihn jetzt mal nennen, was eben die Erstabnahme anbelangt. Wenn ein Neubau ja in Betrieb genommen werden soll, da muss es eine Erstabnahme geben und vorher darf eigentlich keine Inbetriebnahme laufen. Das war bei uns aber auch nicht gegeben. Ja, die Erstabnahme, die kam dann, ja, da waren wir schon in den Räumen drin. Die Patienten waren schon auf den Stationen, es wurde dann heiß, die Fenster gingen nur zu kippen in den Patientenzimmern. Man weiß, dass man, wenn man einen frisch operierten hat, dass man wirklich Durchzug vermeiden soll, was aber dort gar nicht möglich war, weil man konnte ja die Fenster nicht komplett öffnen und damit dann die Tür geschlossen lassen. Die Temperaturen in den Patientenzimmern, die waren extrem hoch in dieser Zeit und du musstest einfach die Tür aufmachen und das Fenster klappen und dann halt schauen, dass der Patient gut dabei wegkam. Ja. Fakt ist eben auch, dass die Patienten viele Sachen gar nicht wissen, was da im Background abläuft. Ja. Und ganz gewaltig finde ich es halt auch im OP-Bereich. Ja. Aber ich denke, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Das ist so ein Faktor aus der Haustechnik, was ich da beobachten konnte auch, ja. Also die Patienten müssen kritischer werden, einfach kritischer werden und müssen auch solche Missstände melden. Das ist ganz wichtig, weil jede Klinik hat eine Zertifizierung. Ja, es ist ja allerdings so, wenn jetzt jemand als Patient ins Krankenhaus kommt, dann ist ja meistens, dass ihm sozusagen nicht nur die Schulter ein bisschen wehtut, da muss ja auch eventuell richtig was gemacht werden. Die Person ist geschwächt. Mhm. Und als geschwächte Person, die vielleicht gerade operiert wurde, ist ein bisschen schwierig, dagegen anzukämpfen, die Missstände überhaupt zu sehen, weil man vielleicht auch gerade damit beschäftigt ist, selber zu überleben. Das heißt also, im Grunde genommen sind wir ja angewiesen auf das Gesundheitsamt, das ja auch als Amt dazu verpflichtet ist, ihren Job korrekt auszuführen. Wir wollen ja gar nicht die Extrameile oder irgendwas Besonderes, sondern wir wollen einfach oder wir fordern ein, unangekündigte Begehung und das am laufenden Band. Und wenn das Personal dazu nicht da ist, dann müssen wir da ebenfalls aufstocken. Kannst du da auch von Fällen berichten, die da unmittelbar durch Schlampereien geschädigt wurden? Ist dir sowas über den Weg gelaufen?
Jetzt so direkte Schädigungen von Patienten kann ich jetzt so nicht sagen, das konnte ich nicht beobachten. Aber ich weiß von 3 Krankenschwestern, die einfach anonym beim Gesundheitsamt angerufen haben, um Hygienemängel kundzutun, was sie natürlich dann anonym machen, ne? Weil die haben alle Angst, ihren Namen zu nennen, kann ich auch nachvollziehen. Und das Gesundheitsamt hat daraufhin wieder eine Begehung angekündigt und hat aber eine ganz andere Station präsentiert bekommen, die natürlich ordentlich sauber gefegt war, will ich es jetzt mal nennen. Ja? Und diese andere Station, die es eigentlich betraf, da war es noch genauso wie vorher und da ist dann nichts, da hat nichts stattgefunden. Ja, und wir wissen ja alle, du hast vorhin den MRSA erwähnt, ja, es gibt ja nicht nur den MRSA, es gibt ja auch noch andere Geschichten wie Staphylokokken, Streptokokken etc., ja, da gibt es noch reichlich, oder den Noro, wie vorhin erwähnt, die man eben da auch einfach im Visier haben muss, dass sich eben die Patienten, die, was das anbelangt, gesund in die Klinik kommen, in dem Moment auch gesund erhalten werden. Es ist ein enormes Risiko, gerade auch für frisch Operierte, ja, wenn dann sowas stattfindet. Und was mir halt auffällt, ist, dass hier mit Corona wirklich dieser Hype getrieben wird. Und vorher muss ich sagen, was MRSA anbelangt, wir hatten mittlerweile über 30.000 Tote wegen MRSA. Das muss, die Zahl muss man sich einfach mal vorstellen. Und jetzt mit Corona wird so ein Hype getrieben und die Zahlen sind ja nicht korrekt. Wir wissen ja, dass die Zahlen nicht korrekt sind. Wir hatten im Dezember auf der Covid-Intensiv 3 beatmungspflichtige Fälle im Dezember 2021. Davon waren 2 geimpft, geboostert und einer ungeimpft. So, und dieses Wissen habe ich sogar von einer OP-Schwester, die ich 27 Jahre lang kenne und die aber dann sofort den Satz hinterher gesagt hat, weißt du, diese 3 Fälle, die lassen wir jetzt einfach mal raus. Schau auf die Randstationen, was da abgeht. Ja? Und das war auch meine Beobachtung schon in 21. Ich kann mir ja alles auf den Bildschirm holen. Ja, und dann kann ich schauen. Ich weiß zum Beispiel auch von anderen Kliniken, die im Herbst 21 immer noch nicht den Geimpftstatus erfasst haben, ja, was bei uns aber schon mit Beginn der Impfung erfolgt ist. Also das ist ein Pluspunkt, zumindest mal im Anfang, weil man sagen kann, oh, schau mal, der Patient ist geimpft oder dann später geboostert, was ist da los? Wenn aber eine Klinik das nicht tut, dann wissen die Ärzte ja nicht, ist derjenige geimpft. Infolgedessen wird da nie der Verdacht aufkommen, kann das vielleicht mit der Impfung zusammenhängen. Und dann sind wir in dem Dokumentationsthema, was eine Pflicht ist und was nicht gemacht wird. Ich habe explizit meinen Chefarzt gefragt, ob dokumentiert wird. Ich habe keine einschlägige Antwort bekommen. Ich denke, wenn regelmäßig dokumentiert worden wäre, hätte er sofort gesagt, ja, wir sind dazu übergegangen. Die letzten 27 Jahre in der Klinik, wie gehen die Ärzte mit diesen Missständen um? Also Hygiene, haben die überhaupt die Zeit dafür, sich darum zu kümmern? Sind die auch nur, in Anführungszeichen, Opfer des Systems, wie sich's verändert hat, dass sozusagen dass der Krankenhausbetrieb zu einem Wirtschaftsunternehmen geworden ist mit Shareholder Value, Gewinnmaximierung? Gab es von den Ärzten irgendwie ein Pushback, dass die sich gewehrt haben? Wie hast du das gesehen? Ja, also das war in 21 ganz, ganz verheerend. Das kann ich wirklich bestätigen. Dazu muss man wissen, dass die Ärzte zu dem täglichen Ablauf dort, ja, also du hast eine Sprechstunde, du musst in den OP, jetzt wenn es eine operative Disziplin ist, ja, du musst in den OP, du musst die ganzen Sachen dokumentieren, du musst Berichte verfassen, du musst Arztbriefe verfassen, das muss alles der Arzt machen. Und da obendrauf
müssen noch zusätzliche Aufgaben übernommen werden. Zum Beispiel das des Hygienebeauftragten, des Transfusionsbeauftragten, in dem geräteverantwortlichen Ding sind sie drin. Ja? Das sind alles zusätzliche Aufgaben, die sie übernehmen müssen. Und ich denke, dass viele Ärzte massiv überfordert sind, waren, aber auch immer noch sind und das massiv angestiegen ist. Ja? Also jetzt auch gerade unter dem Corona-Thema, dass die Ärzte einfach, auch wenn sie diesen berühmt-berüchtigten 36-Stunden-Dienst absolvieren müssen, dann müssen die morgens um 10 Uhr das Haus verlassen, Alex. Das findet aber nicht statt, weil sie auch dauerhaft unterbesetzt sind. So wie das auch in der Pflege seit Jahren der Fall ist. Ja, also ich sage immer, ich möchte keine Operation oder eine Narkose von einem Arzt haben, der schon 36 Stunden hinter sich hat und dann aber noch weitermachen muss, weil kein Kollege übernehmen kann. Jetzt mal unter uns, wie will man denn da wach bleiben? Also Koffein reicht dann ja irgendwann auch nicht mehr. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, also es kommt drauf an, in manchen Diensten hast du dann zum Beispiel deine Runde am Abend gedreht, hast noch wie so eine Art kleine Visite gemacht und dann haben die Ärzte ein sogenanntes Dienstzimmer, wo sie auch übernachten können. Das läuft aber in vielen Kliniken auch nicht mehr. Wurde auch abgeschafft, heißt, die Ärzte müssen nach Hause fahren, sind vielleicht eine Stunde am Schlafen, werden dann angerufen und müssen wieder in die Klinik fahren. Ja? Jetzt stell dir vor, schwerst verunfallter kommt da rein, der Arzt ist nicht vor Ort, der hat jetzt eine Fahrzeit von einer Dreiviertelstunde. Ja? Was kann da alles in dieser Zeit passieren? Ja. Wir hatten zum Beispiel ganz gravierend so eine Geschichte gehabt, ein 19-Jähriger, der verunfallt war, der operativ versorgt werden musste und der Narkosearzt, der das Aufklärungsgespräch mit dem Patienten machen muss, ihm genau erklären, anhand eines vierseitigen Bogens, was ist die Narkose, wie wird die Narkose bei dem jungen Patienten sein. Das ist die Aufklärung und die ist zwingend und dringend erforderlich. Die muss auch in der Patientenakte hinterlegt werden, wenn es da zu irgendwelchen rechtlichen Streitigkeiten kommt. Wenn die Klinik das nicht nachweisen kann, hat sie schon verloren. Und dieser junge Patient wurde von einem Anästhesisten aufgeklärt, der deutschen Sprache nicht mächtig war, wo ich damals auch beim Chefarzt schon gesagt habe, das würde ich, wenn Sie diesen Arzt übernehmen, mit der Auflage verknüpfen, einen Intensivdeutschkurs zu besuchen. Wurde nicht umgesetzt, also ich war auch in der Entscheidung beteiligt hin und wieder, wenn neue Ärzte eingestellt werden sollten. Ja? Also von der Bewerbung angefangen bis zur Auswahl des Bewerbers. Hochinteressant. Und dann kam wirklich der Hammer. Der Vater von diesem 19-Jährigen war ein Pflegedirektor aus einem anderen Klinikum, der dann einen massiven Beschwerdebrief geschrieben hat und diese Sachen landeten auch alle auf meinem Tisch. Die musste ich alle schon im Vorfeld bearbeiten. Und der hat dann geschrieben, dass man doch wirklich dazu übergehen sollte, Narkoseärzte, die ein Aufklärungsgespräch halten müssen, zu einem Deutschkurs zu schicken. Ich habe nur geschmunzelt zu meinem Chef und habe gesagt, ey, das ist genau das, was ich gefordert hatte. Also, dass das überhaupt jetzt mal für jemanden mit gesundem Menschenverstand überhaupt ein Thema sein kann, das zeigt mir eigentlich schon, wie morbide, wie was da in den Köpfen vorgeht. Selbstverständlich muss der deutschen Sprache gut mächtig sein, um Patienten aufzuklären. Alles andere ist nicht optional. Ich meine, das sind doch gebildete Menschen, die können innerhalb von 3 Monaten, 3 bis 6 Monaten eine Sprache lernen. Ich glaube, da ist das der Ärztemangel oder ist das
Was bringt die zu solchen Fehlentscheidungen? Ja, ich glaube einfach, da ist ja dieser Faktor Probezeit, ne? Das ist auch so ein Ding, 6 Monate Probezeit für einen Anästhesisten, der halt auch schon etwas älter ist, der muss ja eigentlich da schon ausreichend Erfahrung mitbringen, ja? Wenn das jetzt, sagen wir mal, ein junger Assistenzarzt ist, der gerade seine Ausbildung abgeschlossen hat, da kann ich noch verstehen, wenn man sagt, okay, 6 Monate, der muss gut eingewiesen werden, ja, alles verständlich. Aber ein Anästhesist, der schon die 50 überschritten hat, der müsste wissen, was er tut. Und da brauche ich keine 6 Monate mehr Probezeit. Ja, also das sind auch so Vorgaben, wo ich denke, da müsste auch schon längst reformiert werden, um das zu einem besseren Status quo zu bringen. Ja. Ja. Ja, das ist ja so eine Standardzeit. Aber wie gesagt, wenn er noch nicht mehr in der Lage ist, ein Aufklärungsgespräch auf Deutsch zu führen, dann denke ich, haben schon 99% der Zuseher Verständnis, dass das ein absolutes No-Go ist und definitiv skandalös. Ich will noch mal auf deine Frage mit den Ärzten mit der Überbelastung zurückkommen. Da kann ich noch Folgendes erzählen. In 21 war wirklich ganz furchtbar, muss ich wirklich sagen, für die Ärzte insbesondere. Ich kann dir erzählen, dass in 21 4 Anästhesisten innerhalb von 3-4 Monaten gekündigt haben. Ich kannte dort eine Anästhesistin noch vom Tag des Vorstellungsgespräches an. Die war schon einige Jahre tätig. Und die habe ich angesprochen, mit ihr habe ich immer sehr gute Gespräche noch geführt, obwohl ich nicht mehr dort in der Abteilung war. Und die hat sich bei mir beschwert regelrecht, ja, dass sie gesagt hat, ich kann das nicht mehr mitmachen. Ich bin wirklich, die Hälfte meines Körpers ist schon im Knast. Das waren ihre Worte, ja. Und nach diesem Gespräch, das war im Frühjahr 21, paar Wochen später kam wieder ein Gespräch zustande und sie meinte dann, so und jetzt geht es los in der Abteilung. 4 Anästhesisten haben gekündigt. Und warum war sie schon mit der Hälfte ihres Körpers im Knast? Ja, weil genau solche Konditionen bestehen, ja, dass Aufklärungen nicht korrekt durchgeführt werden. Bei ihr war die Aufklärung immer korrekt. Ich weiß, wie sie arbeitet. Da lege ich wirklich meine Hand ins Feuer. Sie ist mittlerweile auch nicht mehr da. Sie hat vorzeitig das Haus verlassen, weil sie gesagt hat, das mache ich nicht mehr länger mit. Ja. Und ich kann sie wirklich sehr gut verstehen, weil unter dem Chefarzt, wo ich damals gearbeitet hatte, ja, da war das nicht möglich. Der hat wirklich darauf bestanden, dass die Ärzte gewissenhaft arbeiten, gewissenhaft mit dem Patienten umgehen und wirklich da wissen, was sie tun einfach und was sie tun müssen. Es gab mal in Frankfurt am Hochsicherheitstrakt einen Fall mit einer Anästhesistin, die angeklagt war, ein falsches Mittel einem 9 Monate alten Kind gespritzt zu haben. Und unser damaliger Chef hat von allen Mitarbeitern aus unserer Gruppe gefordert, eine Prozesssitzung, egal an welchem Tag, der Prozess ging über 4 Tage, teilzunehmen, damit wir wissen, was passieren kann, auch für den Pfleger, der da involviert war, der das Mittel aufgezogen hat, was da passieren kann. Die Ärztin hat ihre Approbation verloren und Berufsverbot bekommen. Und die Klinikleitung kannst du vergessen, da gab es keine Rückendeckung. Die haben sich schön rausgenommen. Und das war für mich auch nochmal so eine Erfahrung, was das Bild abgerundet hat, was in den Kliniken abgeht. Ja. Ein großes Thema ist auch die Übernahme, was die Transfusionsmedizin anbelangt. Dieses Gesetz wurde vor etlichen Jahren initiiert und die Kliniken haben die Auflage bekommen, per Gesetz, einen Transfusionsverantwortlichen für das Haus zu stellen. Das beinhaltete aber auch, dass dieser Transfusionsverantwortliche
ein Transfusionsmedizin-Handbuch erstellen musste. Das hatte damals mein Chef im HTML-Format gemacht. Ich habe es dann in ein Word-Dokument umgeswitcht. Und die Ordner mussten im Haus bei den einzelnen Stationen zwecks Nachschlagens ausgestellt sein. Jede Abteilung war verpflichtet, einen Transfusionsbeauftragten zu benennen. Heißt im Klartext, wieder noch mehr Arbeit für die Ärzte, weil das musste ein Arzt sein, der sich auch mit Transfusion auskennt. Ein- bis zweimal im Jahr musste eine sogenannte Transfusionskommissionssitzung stattfinden, wo alle diese benannten Ärzte teilnehmen mussten. Das war Pflicht. Und ich habe dort jahrelang die Protokolle geführt, sodass ich auch dort in diesem Bereich mich sehr gut auskenne mittlerweile. Transfusion ist für mich jetzt unter Corona zu einem ganz großen Thema geworden. Ich habe letztes Jahr beim DRK im Blutspendedienst angerufen und dort nachgefragt, ob das gespendete Blut von Corona-Geimpften, Geboosterten gekennzeichnet wird. Ja, weil es gibt Ärzte auch in den Kliniken. Die wissen, dass da was nicht rund läuft. Die sind auch informiert und die wissen auch, was Spike-Proteine sind. Die müssten wirklich hergehen und sagen, wir können das nicht mehr verantworten. Denn wenn ich jetzt einen Ungeimpften habe oder einen Menschen, der ein Attest hat, dass er nicht geimpft werden kann aus gesundheitlichen Gründen und er bekommt dann dieses Blut, was passiert dann? Ja, das Gleiche gilt auch für verunfallte Menschen, die eine Blutkonserve benötigen. Ja, das Gespräch, das Telefonat, was ich da geführt habe, fand ich entsetzlich. Ja, also man hat nur gemeint, das wäre nicht nötig. Ich habe dann gefragt, ob diese Person im Labor arbeitet, ob sie das überhaupt beurteilen kann. Nein, das wäre irrelevant. Und dann habe ich gefragt, mit wem ich reden kann. Ich möchte Antworten auf meine Fragen. Und ja, da wurde sie ziemlich bösartig und wie nochmal mein Name wäre und in welcher Klinik ich arbeiten würde. Ja, es ist grausam, weil das ist für mich auch Verletzung von Menschenwürde des Patienten. Wenn ich dann einfach ein Blut verabreiche und gar nicht beurteilen kann, sind da jetzt die Spike-Proteine drin oder nicht? Und was passiert dann in meinem Körper? Du musst überlegen, das wird ja ins Blutgefäß transfundiert. Es ist gleich am richtigen Ort und verteilt sich im ganzen Körper. Und die Ärzte, die sich damit beschäftigen, die wissen das. Ja? Ganz furchtbar. Ich habe einen Arzt gehabt im Team sogar, der aus einer Diktatur mit seiner Familie geflohen ist, der absolut nicht für die Impfung ist, der sich auch widersetzt hat und der sich dann Ende 21 hat impfen lassen, unter diesem Druck, dass er seine Arbeit verliert. Es wurde ja dann schon so mehr oder weniger angekündigt, dass das Unternehmen 2G machen wird, auch für die Belegschaft. Offiziell kam es im November, Ende November, wobei da ja noch nicht offiziell verkündet war, dass das jetzt vom Staat her gefordert wird. Also in vorauseilendem Gehorsam wurde da schon wieder zugestimmt. Und dieser Arzt, das war so traurig, hat mir dann erzählt, dass er mit seiner Frau überlegt, wieder zurück in sein Land zu gehen, weil dort hat er zwar die Diktatur, aber er weiß genau, wie die läuft. Aber hier weiß man mittlerweile gar nichts mehr, was da noch passiert. Und das fand ich, das hat mich sehr beschäftigt. Das beschäftigt mich heute immer noch, ja. Das ist interessant, dass Menschen aus Diktaturen fliehen und in der Hoffnung, in Deutschland eine gewisse Freiheit zu erleben. Und dass sich dann innerhalb von 2 Jahren die Daumenschrauben so sehr anziehen, dass diese Leute sich schon fast nach der vorigen Diktatur sehnen. Ja.
Klar, sind die Vergleiche jetzt schwierig, ja. Man kann jetzt sagen, okay, wir können auch unsere Meinung frei sagen, aber dass man dann danach verklagt wird, ein Berufsverbot bekommt oder öffentlich denunziert wird und dem das fast ähnlich kommt, darüber spricht fast keiner. Mhm. Wenn wir das Thema Hygiene in Krankenhäusern jetzt abschließen, ist dir da noch was aufgefallen bezüglich Deklaration von Räumen? Da gibt's ja auch gewisse Notwendigkeiten von Reinheit und so. Hast du da abschließend noch ein Beispiel für uns? Ja, habe ich. Und zwar wurde ein sogenanntes Labor eingerichtet. Dieses Labor hat weder einen Abzug noch ein Fenster. Dort wird zum Teil Blut abgenommen und vor allen Dingen werden dort auch Abstriche genommen, also sprich auch die PCR-Geschichten, die Schnelltests. Die liegen dann da rum und da in diesem Raum, das ist ein Durchgangsraum, da kommen die Ärzte rein, da kommen alle, die auf Station arbeiten, da kommen die Anästhesisten rein, das wird als Durchgangszimmer genutzt, weil man von dort in das Backoffice kommt und dann in den vorderen Bereich, wo eben die Patientenanmeldung ist. Und in diesem sogenannten Labor steht ein Drucker und ein Kopierer. Ich glaube, da muss man nichts mehr dazu sagen. Hygienevorschriften massivst verletzt, weil das sind Sachen, die dürfen bei sowas nicht laufen. Und wenn wir uns dann mal vorstellen, dass da positive Tests rumliegen, der Patient ja auch im Positivtest da drinne war in dem Raum, dann dürfte der einfach erstmal nicht betreten werden und müsste gründlich belüftet werden. Ich denke, abschließend spreche ich auch für dich, wenn ich sage, wir sind daran interessiert, dass sich die Bedingungen verbessern. Deswegen machen wir dieses Gespräch. Mhm. Wir wollen, dass die Ärzte entlastet werden. Wir wollen, dass die Strukturen in den Krankenhäusern wieder gerechter werden. Andere Länder machen es uns vor. Gehen wir mal in die Schweiz, gehen wir mal in die Niederlande, da klappt das auch. Mhm. Bei Deutschland herrscht, vermute ich jetzt mal, Geiz ist geil, Gewinnmaximierung und Ausbeutung der Mitarbeiter. Mhm. Wobei Mitarbeiter kann man ja schon fast gar nicht mehr sagen. Das hat ja schon fast einen Sklavenstatus zum Teil, wenn man so erpresst wird, ausgepresst wird. Und auch das Gesundheitsamt wird wahrscheinlich auch enorm unterbesetzt sein, gehe ich mal von aus. Vielleicht ist das politisch gar nicht gewollt, dass man diese Missstände aufdeckt. Mhm. Also wir denken auch, oder wir sind im Herzen auch bei den Mitarbeitern vom Gesundheitsamt, weil die sehen das ja auch. Und ich denke, die meisten davon haben auch das Herz auf dem rechten Fleck und wollen eigentlich auch den Menschen helfen. Aber dann gibt's ja auch dann vorgegebene Strukturen. Und das Ankündigen von Überprüfungen in Krankenhäusern ist ein absolutes No-Go. Da hat man ja gar keine echte Kontrolle. Das ist der absolute Wahnsinn und ich danke dir schon mal, dass du uns so einen ersten Überblick gegeben hast über die doch, wie ich finde, katastrophalen Missstände in deutschen Krankenhäusern. Mit Sicherheit nicht alle, aber wenn es eins davon gibt, dann ist das schon zu viel, weil so ein Krankenhaus hat ja Tausende von Patienten und zigtausende übers Jahr gesehen. Und das sind alles mögliche Opfer. Und deswegen danke dir für deinen Mut, dass du da vortrittst und dass du uns das erzählst und dass die Leute mal einen kleinen Einblick bekommen, was wirklich in Krankenhäusern so abgeht. Ich danke dir. Gerne. Und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Dankeschön. Ja, gerne. Danke dir auch.